Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu der falschen Musik und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Catzone zusammen mit dem Early Boy. Guten Tag, liebe Mädchen. Und Menschen, wir machen heute was. Einen Grund, warum ich einen Tom of Knowledge habe? Wahrscheinlich, weil dir Xadius das gegeben hat. Oder du dir das gecheatet hast, was ich unwahrscheinlich finde. Ich habe eine Dingens. Aber ja, was soll ich denn jetzt schon damit? Ich habe ja noch nicht mal das Dingens hier, wie heißt das nochmal? Wie heißt das Buch? Naja, wenn du das Tome of Knowledge hast, dann hast du etwas, was Xadius und ich beide bräuchten. Was ja, wir uns aber auch. Was denn und er nicht? Ich weiß nicht, ob er es schon hat. Das kann sein, dass er es auch schon hat. Kann sein. Wie heißt das Ding nochmal, womit ich das benutzen kann? Wie heißt das nochmal? Dieser Altar. Ein Altar? Du meinst das Tablet? Die Transmutation Tablet, ja. Table. Transmutation, das Tablet. Das habe ich gesucht. Wir werden heute etwas Besonderes machen, und zwar machen wir unsere Rüstung fertig. Das bedeutet, wir müssen einmal noch das da bauen, dafür brauchen wir zwei Blöcke davon. Dafür brauchen wir Extreme Craft. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Und Neutronium-Zeug. Ihr hattet übrigens recht, ich hatte noch ganz viele von den Ingots im System. Das bedeutet, das war ziemlich doof, wie ich das gemacht habe. Jetzt, okay. Das müsste gehen. Ja, das funktioniert auch. Katze, hast du ein Transportation Table übrig? Nicht für dich, nee. Für wen dann? Ja, für dich schon mal nicht. So, aber eine Sache habe ich übrig. Alter. Menschen? Alles, was wir gebraucht haben, war Neutronium. Dankeschön an Xadius, der mir das mir noch kurz ausgeholfen hat. Vielen Dank nicht an Katze, der mir nicht aushelfen will. Ja, das ist kein Problem. Du kannst ja gerne herkommen, versuchen, mich umzubringen. Soll ich PvP anmachen? Wird schwierig. Mittlerweile bin ich nämlich Full Infinity. Dankeschön dafür. So, dann haben wir die Infinity Quest jetzt nämlich auch fertig. Und ich weiß nicht, woher du das Tome of Knowledge hast. Wirklich nicht. Wenn du es überhaupt hast. Habe ich wirklich. Das liegt in meiner Kiste. Und ich, ich würde es dir geben, aber... Nee, würde ich nicht, weil ich brauche das ja selbst. Du brauchst ja selbst alle Sachen freizuschalten. Ich wäre halt nur hart glücklich, wenn ich halt so ein Ding hätte, weil dann hätte ich einen. Aber warum sollte das in deiner Kiste liegen? Es sah hier eine Kiste und da stand irgendein Schild vor. Irgendwer hat mir das Ding hier hingestellt. Okay. Faszinierend. Guck gerade, ob ich so eine Kiste habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe keine. Ist denn ein Magma Cube Charm? Finde ich nice. Finde ich gut, dass mir wenigstens das nicht gegeben wurde, denn das wäre langweilig. Ja, dann kannst du mir aber so ein Ding jetzt geben. Nö, ich verarbeite dir das. Arbeite dir das. Hast du gesehen, was man dafür alles braucht? Ja, ich habe das alles gecraftet. Und das Tome of Knowledge kann ich mir auch selber noch craften, nur Baum. Damit werde ich, glaube ich, nicht hinkommen, das Ding zu craften. Nature Core. Das ist eine Nature Core da. Ja. Nature Core. Dann brauchen wir Soulbound. Ich weiß übrigens, Soulbound auf die Infinity-Rüstung zu verzaubern, ist das Dämlichste, was es gibt. Ich mache das auch nur wegen einer bestimmten Sache. Es sieht super geil aus. Ich hab Draconicus. Da hat dir irgendjemand richtig ausgeholfen, ey. Wenn die wüssten, wie faul du bist, dann hätten die das nicht gemacht. Draconicus habe ich gerade aus dem Loot bekommen. Ach so. Den habe ich gerade aus dem Loot bekommen. Nice, es war ein richtig schöner Fang. Meine, mach ich mir Rüstung? Beste, was ich machen könnte damit. Nee, du kannst gar nichts damit machen. Doch, ich bin ein Generator, was denn? Wow. Das Unnötigste von allem. Der ist nicht gut von Draconic Evolution? Bestimmt ist der gut von Draconic Evolution, der bringt dir nur nichts. Was ist ein Fusion Crafting? Tja, von Draconic Evolution. Da hat jemand so lange keinen Draconic Evolution gemacht. Nö, eigentlich nicht. Also, ja, für dich schon. Catzone 1 gab es nicht. Wofür ist das da? Was kann man damit machen? Die kompletten Rezepte aus Draconic Evolution beruhen mittlerweile darauf. Okay, das heißt, die Sachen sind billiger und dann sind sie sofort gecraftet mit Energie, oder wie? Das verstehe ich gar nicht. Nein, die Sachen sind weder billiger noch schneller gecraftet. Sie dauern sogar länger und sind umständlicher. Okay. Lebt damit. So. Ist der Effekt nicht mehr da? Nee, ich glaube nicht. Nee, der Effekt ist leider nicht mehr da, Menschen. Natürlich schade. Wisst ihr, was ich lustig finde? Wie er denkt, dass ich ihn nicht sehe. Hey, Lauke, was hast du? Alter, Solarpanel 5, Alter. Was?
5. Early kann römische Zahlen, hey. Leute. Das ist 8. Aber hey. Die krass. Was ist denn ein Intercharger? Das ist sowas wie ein Tesseract. Nur cooler. Okay. Alter Verwalter. Ja, finde ich, kann man auf jeden Fall mal machen. Du bist hier, um dir so ein Tablet zu stehlen. Gib's zu. Und dir damit einen kompletten Fortschritt kaputt zu machen. Das ist natürlich eine geile Idee, mir das Tablet aber zu holen. Das würde mir natürlich einiges erleichtern. Aber eigentlich wollte ich nur mal gucken, weil ich war noch nie hier. Alter Verwalter, was hast du hier für Sachen, Alter? Guckst du gerne an. Das ist Disinfusion Crafting. Bist du gerade fast gestorben? Die so hart laut sind? Ja, nee, das sind die Mechanismenmaschinen. Einfach die Block-Sounds mal ausmachen, während du bei mir bist. Die habe ich immer aus. Die sorgen auch für Lex. Ja, meine Insel ist aber momentan noch gar nicht optimiert. Das ist Infusion Crafting, Early Boy. Achso, das ist das, was ihr eben meint, okay? Ja, genau. Das ist Infusion Crafting. Ach, du hast deine Insel gar nicht geschützt, lol. Ich habe dich einfach freigeschalten. Ach so, ach, ich bin freigeschaltet! Ja, wenn das so ist. Wie gut ist dein Jetpack? Froh, dass ihr eins habt mit Worts geschenkt. Lass mich in Ruhe. Muss weg. Wusstest du, dass ich einen Block kenne, der dir deine Sachen automatisch wegnimmt? Du kannst mir am Arsch lecken. Wusstest du, das sind Emerald Seeds? Ja, was? Damit baue ich Emeralds an. Das ist guter EMC-Vorrat. Ja, Emeralds sind gut, oder wie? Emerald ist halt einigermaßen stark. Die Netherstars hier sind besser. Ja, das da hinten ist meine normale Ebene. Oh, der Legendary Loot Bag! Woo! Herzlichen Glückwunsch. Bedien dich. Hey, Steph, sind alle Spirit. Die sehen jetzt anders aus, oder wie? Ja, und die kannst du nicht mehr umbringen ohne ein bestimmtes Schwert. Leider ich auch nicht. Nicht mal mit meinem 999 Schadenschwert, das ich hier habe. Leute, aber Early, ich wollte dir... Nee, der geht von selber kaputt noch eine Zeit. Okay. Liebesperle. Ja, gut. Ja, jetzt erklär so. Jetzt, ja, du wolltest ein Tablet checken, das finde ich cool. Ja, fahre fort. Nö, aber ich will mit dir handeln. Handeln? Okay. Ja. Handel mit mir, Katze. Ich will mit dir handeln. Ich gebe dir etwas, was du möchtest. Nicht das Tablet, das nimmt dir einfach zu viel Spielspaß weg. Das sage ich dir von vornherein. Den Table. Nein, den Table auch nicht. Den Table gebe ich dir auch nicht. Glaub mir, du willst dir das selber erarbeiten. Das reicht mir schon in Skyworld, die ganzen Sachen zu craften. Tja, nicht mein Problem. Aber man spielt die Spiele für den Fortschritt. Ja. Ich gebe dir... Moment, was ist das? Downturn it on, take it apart? Was ist denn? Was denn? Strapless, enhance your hungry, enhance capacitator. Would be a good name. Das sind spezielle Upgrades, die ein bisschen besser sind als die Octetic oder genauso gut wie die Octetic. Folgender Deal, Early Boy, okay? Ja, höre zu. Ich verkaufe dir... Warte kurz, muss kurz in meine Monsterfalle reinlasern. So, was geht da ab? Weiß nicht, da sind Mobs drin und ich will die umbringen. Einfach nur, um zu zeigen, dass ich alles töten kann, wann immer ich es will. So, Verhandlungspunkt klar gemacht. Ich verkaufe dir insgesamt, du magst ja Legendary Lootbags, oder? Ich verkaufe dir 64 Legendary Lootbags. Aus meinem Drawer da vorne. Genau, die da. Ich gebe dir 64 davon. Ich gebe dir einen Block of Awakened Draconium. Und ich gebe dir einen Emerald Seed. Dafür möchte ich... Was soll ich mit dem Awake Draconium? Naja, du wirst es irgendwann brauchen. Halt, stopp, ich gebe dir einen Block of Netherstars, ohne Witz jetzt, weil du kannst den Wither niemals töten. Warum nicht? Weil der Wither, du kennst doch dieses Better Wither Mod. Ja. Jedes Mal, wenn du den Wither tötest, wird er stärker. Okay. Zadius bezieht seine kompletten Nethersterne daraus, den Wither pro Sekunde zweimal zu töten. Ah, seit Anfang dieses Projekts. Das bedeutet im Endeffekt, dass er schon tötbar ist, aber für dich erst, wenn du Infinity-Zeug hast. Was ein bisschen dauern dürfte. Höchstwahrscheinlich, das ist richtig, ja. Mich hat es 15 Folgen gedauert, ein paar Streams und Xadios weniger. Early, könntest du aufhören, mir das ganze Zeug zuzuwerfen? I hate it so much. Early, du solltest das mit auf deine Insel nehmen. Aber unser Deal immer noch. Early, ja. Early, unser Deal. Du kannst dich an unseren Deal erinnern, oder? Ja. Ich möchte Land von dir kaufen. Okay. Ich möchte Land von dir kaufen. Was für Land? Ich möchte in unmittelbarer Nähe zu deiner Insel Land kaufen. Warum? 5 breit, 20 lang und 40 hoch. Wofür? Naja, das ist halt meine Sache, aber
Ich würde gerne Land von dir kaufen, wie gesagt. Und damit du siehst, wie ernst mir das ist, möchte ich, damit wir hier beide wissen, wir haben einen fairen Handel vor uns, möchte ich hier klar und deutlich in meiner anwaltlichen Position mit Brille auftreten. Einfach damit wir uns da sicher sein können, okay? Also, okay. Ich möchte dieses Stück kaufen. Ich biete dir das. Nein, das Grundstück. Wolle Lose kaufen? Nein, das Grundstück. Und du darfst nicht kaputt machen. Das ist wie, als wäre es mein Grundstück dann. Ja, was hast du denn vor auf diesem Grundstück? Du willst irgendeine Kacke machen auf dem Grundstück. Ja, natürlich will ich Kacke machen auf dem Grundstück. Aber ich will es rechtlich erwerben, sodass du nicht sagen kannst, dass ich keine Kacke machen darf. Verstehst du? Das ist in gewisser Variante ist das ein förmlicher Troll. Nee, also da kannst du mir gerne mit dem Table da kommen, da können wir gerne drüber reden, aber das ist mir nicht wert. Und wenn ich mein Angebot erhöhe? Weil dieser eine scheiß Sakonik-Dingens, klar, ne, aber mir fehlen zu viele Sachen, um die Sachen zu craften, das ist... Nee. Ja, ist schon kacke, wenn man dafür arbeiten muss, was zu kriegen, gell? Das ist richtig. Ich verstehe das. Okay, dann machen wir das ganz einfach. Dann mache ich das so. Moment. Wie halt der Erfolg fucking to the Nether heißt. Obwohl du halt nicht mal den scheiß Nether betrittst. Katze. Ja. Gibst du mir das bitte wieder? Nein. Das habe ich gerade auf meiner Loot-Chest bekommen! Nein, das ist meins. Guck mal, hier ist das sowas. Problem gelöst. Danke für Ihr Geschäft, für Ihr Handel. Naja, das ist, Early, kennst du das, wenn man Dinge tut und, diese Dinge potenziell bereuen könnte? Xadius kann Blöcke protecten. Das ist dir bewusst, oder? Meinst du? Du kannst das da nicht abbauen, wie du hier siehst. Ja. Ja. Übrigens darf ich vorstellen, das ist die Botania-Drop-Chance, wenn du dich erinnerst. An die Dinger. Ich werde mir jetzt einfach das Stück... das macht doch ziemlich Schaden. Ich werde jetzt Folgendes machen. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde jetzt diesen Angel-Block nehmen, werde hier rübergehen und hol mir jetzt mein Grundstück einfach selber ab. Mach hier mein Grundstück, während du irgendwann nicht auf dem Server bist, bau das hier komplett auf und lass das dann protecten von Xadius' Maschine, sodass du es nicht wegmachen kannst und da bekommst du gar nichts dafür. Kannst du mir auf den Arsch lecken? Hättest mal besser verhandelt, du hättest einen Draconic-Block rausholen können. Ja, was hätte mir der Draconic-Block denn gebracht? Naja, dann hättest du wenigstens was als Gegenleitung gemacht. Jetzt siehst du als Vollidiot da, verstehst du, was mein Problem ist? Was ist der Kacke? Da sehe ich gar nicht ein. Ich mach da keine Kacke. Doch. Nö. Ach, guck mal hier, ich habe die Sachen aus deiner Truhe rausgenommen. Unfälle passieren, gell? Kannst du auf meine Truhe zugreifen? Das ist so komisch, ey, ne? Guck mal, hier ist noch mehr Sache aus deiner Truhe. Unfälle passieren, Early. Unfälle passieren. Willst du, dass dir keine Unfälle passieren? Zahl Schutzgeld. OP bist du, Bobo. Tja, OP-Rechte ausnutzen, gell? Wenigstens kick ich dich nicht, Kappa-Cat. Au. Oh, lol. Jetzt habe ich dein Book of Knowledge auszusehen aufgenommen. Gib mein Book of Knowledge wieder. Oh, hier ist das Book of Knowledge. Haha, meins. Tschüss. Wieder, du Arschgeige. Ich flieg einfach 5000 Blöcke in die Richtung. Ja. Bitte? Ich glaube, ein Hack bei dir. Nö, es hackt nicht. Es hackt richtig bei dir. Nö. Ich meine Sache wieder. Geht nicht. Schau dich kaputt. Ja, da kommt das. Das ist alles drin. Da ist da alles wieder da rein. Pack da doch den ganzen Scheiß rein. Hab dann hier noch das Book of Knowledge. Oh, da fällt mir gerade ein, das Holz könnte man noch schöner verteilen. Ja. Und das Holz auch. Und das Holz hier auch. So ist das hübsch. Tschüss, Early Boy. Oh, jetzt habe ich schon wieder hier ganz viel Cobblestone, ey. Hier, nimm das mal mit. Du Nupp. So, dann geht's jetzt mal in die nächste Runde, würde ich sagen. Ja. Ich gehe mir mal eben... Oh, mein System ist nicht an. Hallo, Xadius. Oh, lustig. Ein Rocket Launcher.
So, wie viele Infinity Ingots haben wir noch? Wir haben sogar noch 3 Neutronium übrig. Was brauchen wir denn für das Sword of Cosmos? Machbar, machbar. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16 brauchen wir dafür. Neutronium. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Matrix-Ingots. Oh. Nee, das akzeptierst du nicht. Was akzeptierst du so nicht? Nee, das akzeptierst du nicht. Tja, was du so akzeptierst und was nicht, ey, ist ja krass. Und schon kann Early bei mir nichts mehr abbauen und auch keinen Teleporter mehr benutzen. Würde mir stinken, wenn ich Early wäre. So, 14 Stück davon, die haben wir jetzt. Early, ich hab's dir gerade gesagt, du kommst nicht mehr zurück jetzt. Jetzt musst du dich umbringen. So, den Meister Infusion Stone. Essenz. Nett hier, oder Early? 1, 2, 3, 4. So, dann brauchen wir Ingot. Da ist der. Oh, das brauchen wir, glaube ich, zweimal, oder? Ja. Also brauchen wir Ingot. Da hat jemand den Spawn-Befehl benutzt, oder? Der alte Cheater hier. Ja, war ja typisch. Ah. Ja. So. Upsala. Ich bin gut im Klicken. Infusion Stone. 2, 3, 4. So. Essence. Nochmal eins davon. Infusion. Wie hieß das? Ingot. Ingot. Ehrlich, stehst du immer noch auf meiner Insel rum und denkst die ganze Zeit, du würdest hier irgendwann wieder wegkommen? Ja, tust du. Faszinierend. Oh. Ups. Oh, dann macht er mein Feld kaputt. Ja, dein Feld kaputt macht. Tja, ja, das geht wohl. Richtig, du kannst mir einen richtigen Schaden zufügen, indem du den Star Seeds kaputt machst oder die anderen. Das ist richtig krass, was du da kannst. Ich könnte dich aber auch theoretisch auf Enemy schalten und dich dann mit meiner Lasergun töten, weil dann ist PvP möglich. Ist dir das lieber? Das ist so geil. So, das Schwert, die haben wir. Dann brauchen wir noch die Matrix-Ingots. Haben wir alles. Okay. Dann müsste das... 2 Infis fehlen uns. Haben wir keine mehr? 2 Infis fehlen, Katze? Das war... Und es scheitert wieder an Neutronium, das ist aber nicht nett. Darf das wahr sein, ey? Miau. Wie bist du wieder nach Hause gekommen? Darum. Wow. Was hast du gemacht? Verrate dich nicht. Ich geheim. Ist geheim. Das war Early, du. Das war nicht Early. Das war Xadius, du Baum. Was? Gemüse. Wir brauchen mehr Neutronium.
Wuhu! It's like. So, die sollten reichen. Oh. Ich glaube, alles, was uns jetzt noch fehlt, ist das Matrix-Zeug. So. So, und damit müssen wir auch das Schwertchen machen können. Da ist das Wort. Yay! So, Menschen. Das bedeutet, wir haben endlich das, was wir noch gebraucht haben. Und das, was wir jetzt noch brauchen... Eine ganz einfache Geschichte. Oh, wir haben Early noch was geklaut. Interessant. Mhm. Das ist ein Iron Building Wand. Early, was willst du hier? Du kommst wieder nicht weg ohne den Spawn-Befehl. Du bist ein Lappen. Wow, bei Xadius ist alles protected. Aber hey, Glückwunsch. Ja, aber seine Wireless Charger sind nicht protected. Was ist nicht protected? Eine Wireless Charger. Aha. Du räudiger Rüdiger, du. Da klaut er noch kurz. Von dem Xadius. Oh, das ist laut. So, dann brauchen wir nur eine Richtung nehmen. Die dann nehmen wir jetzt. So. Dann machen wir mal kurz ein paar Chaos Guardians fertig. Sollte relativ schnell gehen eigentlich. Normal mache ich das immer lieber gerne offscreen und alleine auf dem Server, weil es kann zu Lags führen, wenn man die ganze Zeit im End generiert. Aber es funktioniert trotzdem. So, hier sind wir direkt über einem Feld. Ah ne, okay. Müssen wir noch ein Stückchen warten. Hier ist das. Oh, das ist interessant. Das ist direkt am Chaos Guardian. Oh, das ist eins, das gerade zerstört wird. Okay, dann müssen wir direkt weiter. Das hat anscheinend Xadius schon Pudde geht. Hm, das ist gemein. Wir müssen noch... Wie viel machen? Wie viel Shards haben wir denn? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben 4 bis jetzt oder 3 gemacht, die wir looten konnten. Also müssen wir noch 9 Chaos Guardians töten, Menschen. Das ist eine Menge. Müssen allgemein sehr viele Chaos Guardians töten. Heiliger, brauchen wir viele Chaos Guardians noch, fällt mir gerade auf. Müsste das nicht schon dann theoretisch... Ja, das ist auch schon fertig. Wow, Xadius, okay. Okay. Auf der Suche nach ein paar netten kleinen Chaos Guardians. Das müsste eigentlich jetzt auch da sein, das Drachi. 3, 2, 1. Da ist, glaub, noch einer, oder? Ja, da ist noch einer. Komm zur Katze. Wo ist er hin? So.
Ganz viele Level-Ups. Oh Gott, ist das laut. Das war sehr laut, Early. Das war nicht nett, dass du das so laut gemacht hast. Es tut mir leid. Naja, ich verzeih dir. Aber nur, weil du es bist, okay? Ich finde diesen Interchanger so hart geil. Ja, aber das ist doch nur ein Tesseract. Ja, könnte ich trotzdem ganz drauf starten. Aber das ist doch, Tesseracts sind doch viel geiler. Da kannst du die ganze Zeit durchgucken, als würdest du die ganze Zeit dahinter in irgendeine andere Dimension gucken. Ja, ist doch genauso bei Interchanger, nur sind die pink. Ja, aber wer mag schon die Farbe pink? Hi. Hast du dich schon mal testen lassen? Ja. Also jetzt darauf, ob du zurecht gemobbt wirst in allen Projekten. Alles in bester Ordnung. Alles in Ordnung, ist abgemacht mit meinem Psycholadologen. Hallo kleiner Chaos Guardian, willst du mit Katze spielen? Anscheinend willst du das, ja. Oh ja, ja, schon wieder so laut. Immer noch so laut. Oh nein. Oi. Das ist der zweite Early Boy. Der zweite. Hast gehört? Das ist die Zahl nach der 1. Die 2. Ja. Ja. So, kurz generaten lassen. Das ist ein Fnitterfort. Wir könnten dir eine Elytra schenken. Oder wir verbrennen die einfach. Da ist sie besser aufgehoben. Ja, wir verbrennen die einfach. Tja, da fliegt ein Chaos Guardian direkt auf eine Katze mit einem fucking... Naja. Oh, laut. So, das ist Nummer 3, wenn ich mich nicht irre. Es ist immer das Phänomen, dass bei mir aus irgendeinem... Ach, das Wetter ist noch an. What the hell? Bin ich ein Lappen, ey. So, 3 Stück haben wir. Wir brauchen also nur noch 6 Stück Menschen. Das könnte eine längere Folge werden heute. Könnte fast 40 Minuten gehen, also 5 Minuten als durchschnittlich, Kappa-Cat. Dam-dam. Early stinkt. Ich hab heute erst geduscht. Das reicht. Ich wurde ohne zu fragen gebadet. Okay. Das ist jetzt ein großes Problem. Obwohl. Könnte funktionieren. Wir müssen in die Richtung. Okay. Das war knapp. Wir wären fast mit einer Infinity-Rüstung auf einer explodierenden Draconic Island gestanden. Das wäre unangenehm geworden fast. So, das sind 4. Bedeutet noch 5 Menschen. Noch 5. Da 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 da
Müsste hier nicht gleich langsam ein Island kommen? Wir sind schon eine Weile am Fliegen. Hier ist ein Fortress. Kein Island am Kommen. Oder haben wir irgendwo einen extremen Schwenker gemacht? Vielleicht so ein bisschen gehen, dass wir wieder eins finden. Da ist wieder eins. Schön. Fast vom richtigen Weg abgekommen. Ganz schlechte Idee. Oh. So, meiner. Potke geht. Müsste hier nicht langsam noch Level reintrudeln? Ach hier, okay. Und weiter nach oben. So. Uiuiuiui. Fünf haben wir jetzt. Bedeutet, wir brauchen noch vier. Ist eine Menge Endforest, wo wir dran vorbeilaufen. Ali, was machst du da die ganze Zeit? Ich sitze hier. Du sitzt hier? Jetzt. Yes. Wo sitzt du denn? Und jetzt nach Hause. Vollidiot. Ich bin kein Vollidiot. Sag mal, ich rede von dem her. Chaos Guardian. Ja, ich hoffe. Er hat mir ein Level Up für meine Infinity Laser Gun gegeben. Das ist ein netter von der Chaos Guardian. Schlaute Geräusche. Sie mag keine lauten Geräusche. Uhu. Lob. Miau, weiter geht's. Wie viele haben wir denn jetzt? Wir haben 6 Stück, bedeutet wir brauchen noch 3 Stück. Husten. Genau. Schluck auf haben und husten sagen. Schluck auf. Dankeschön, jetzt stimmt's. Noch einer. Und schreddern. So. Das ist unsere Nummer 7 gewesen. Noch 2 Stück.
Noch zart, 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 zwei Stück. Noch zwei Stück. Da ist schon der nächste. Vollidiot. Der ist mir schon wieder voll reingeflogen, Early. Was das für ein doofes Ding ist immer. So. Oh. 40 Draconic Shards. Das bedeutet, wir brauchen noch einen. Dann haben wir die. Dann haben wir 9 Stück. Dann müssen wir noch die im System haben. Jetzt die Frage: Machen wir danach noch die anderen? Ich meine, ich habe 45 Minuten angesetzt. 40 Minuten, 45 Minuten. Wir sind noch genau in der Zeit. Wo ist der Guardian? Komm zu Katsu. Da bist du. Hallo, danke schön, dass du dich zu mir in den Tod stürzt. Juhu. So. Da stimmt was nicht. Oh, jetzt. Da ist das, was ich auf das ich gewartet habe. Ja, nice. So, dann haben wir hier unsere Nummer 9 und lasst uns mal zur Sicherheit noch die Nummer 10 mitmachen. Ein Chor haben wir schon und wir müssen noch eine Menge Shards bei uns haben. Aber zur Sicherheit. Einfach zur Sicherheit noch einen weiteren. Und in der Zeit, wo ich 9 Chaos Guardian gemacht habe, hast du was gemacht? Ich sitze hier rum gerade. Gut, gut. Sehr gut. Machst Fortschritte, ja, ne? Gell? Also. Redi Fortschritte. Also ein Vorteil hat's. Wenn ja. Du sitzt, kannst du keinen Müll bauen. Ja, siehst du? Ich hab geguckt, was ich für Müll bauen könnte. Manchmal deine Mobs, die du hast, irgendwas war's. Ja, mir tut es leid, dass ich dich da aussperren musste, aber du warst einfach untragbar für die Gesamtsituation der Familie. Weißt du? Du warst wirklich, also, ich will jetzt nicht auf dein Gewicht kommen oder so, aber du warst sehr schwer zu ertragen. Gemein. So. Ich habe übrigens in der Zeit 778 Level gemacht, währenddessen ich hier die Guardians umgeklatscht habe. So, Slash. Nehmen wir auch mal den Early Boy Cheat Command, damit wir zurückkommen. Der Early Boy Cheat Command. Ich bin der Cheat Command User Early Boy. So. Chaot. 3, 2. K, 3, 2, K, 3, 2, da jetzt. Chaos Shard. Chaos Shard. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben. Schnapp, schnapp, schnabbel die Wuff. Katze, die sagt Wuff, Wuff, Duff, Duff. So, Menschen, Tiere und Doktoren,
Das war's aber von meiner Stelle. Schaut gerne mal bei Early vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und bei den anderen Mainchis auch. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann lasst gerne noch eine Bewertung an dem Video da und einen Kommentar, Fischi. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Abo. Kauft Early's Merch. Early's Merch ist toll. Gerade zur Weihnachtszeit. Könnt ihr mittlerweile Lieferengpässe geben zur Weihnachtszeit. Aber danach habt ihr's. Ja. So, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Folge 17. Full Infinity.